Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts, den Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi. Den grandiosen Olli. Hallo Olli. Servusla. Und den grandiosen Onai. Hallo Onai. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil des Dschihads. Aber bevor wir mit dem Hauptthema ankommen, haben wir dieses Mal nur ein kleineres Thema vom Thema. Und zwar BattleTech Kickstarter. Gibt es da schon was Neues? Sind sie im Zeitplan? Liegen sie zurück? Also die letzten Neuigkeiten waren, dass aufgrund von Corona eine Verzögerung im Zeitplan zu verzeichnen ist. Das ist halt unausweichlich. Lieferketten sind gestört und diese hängen halt einfach hinterher. Ja, das ist wohl wahr. Aber bei YouTube wirst du übrigens sofort demonetarisiert, wenn du Corona sagst. Ah, okay. Also deswegen sagen auf YouTube mittlerweile alle Human Malware. Ah, okay. Ja, dann Entschuldigung an die YouTube-Gemeinde, die jetzt Probleme mit der Aufnahme kriegen. Naja, ich weiß gar nicht, ob wir monetarisiert sind. Ich glaube gar nicht. Ich glaube nicht. Bist ein bisschen leise, Ike. Oh, Moment. Das kriegen wir gleich hin. Also wir sind auf YouTube, aber ich glaube nicht, dass wir monetarisiert sind. Da haben wir zu wenig Abonnenten. Jetzt müsste ich lauter sein. Ja, genau. Super. Das kann ja noch werden. Genau. Olli, du meintest vorhin irgendwie, du hast irgendwen schon auf irgendwelche Figuren schon gesehen. Ja, ich dachte, ich hätte schon irgendwas gesehen, weil irgendjemand hat gefragt, ob er schon was bekommen hat. Und ich meine, dass da irgendjemand Ja geschrieben hat in einem der Kommentare. Es kann aber natürlich auch nur ein Verarschen gewesen sein. Ne? Deswegen, ich bin mir da nicht so sicher. Ich möchte jetzt da keine Gerüchte in die Welt setzen und nachher freuen sich die Leute oder so. Aber vielleicht war es auch irgendwas anderes. Vielleicht bringe ich gerade was durcheinander. Ich weiß halt nur, dass wir noch nichts haben, also Ona und ich momentan bin ich gar nicht so böse, weil mein Pile of Shame an unbemalten Figuren ist eh gigantisch. Ich habe irgendwie momentan null Motivation, irgendwas zu bemalen, was schlicht daran liegt, dass ich gerade keine Einsatzmöglichkeiten habe. Ich meine, wo soll ich die Dinger benutzen? Und nur einfach noch in die Vitrine stellen, das ist mir zu langweilig. Mhm. Ja, man sagt ja auch, dass so Püppis bemalen sowas Meditatives hat. Man konzentriert sich halt dann auf eine Tätigkeit. Deswegen. Ja, ich mache das gerade, indem ich mit Panzern irgendwie andere Leute abschieße. Das ist auch meditativ. Mit welchen Panzern schießt du wen ab? Ich spiele momentan Postscriptum, das ist so ein Zweite Weltkriegs-Taktik-Shooter, über den ich also semi-zufällig gestolpert bin. Und ich muss sagen, erfüllt genau meine Forderungen daran, wie sich Panzerfahren in einem Computerspiel anfühlen muss. Das ist ja dann schön. Genau. Hat so ein bisschen was Mechiges auf jeden Fall. Nicht zu kompliziert, aber auch jetzt nicht super easy wie im Battlefield oder sowas in der Richtung. Battlefield 5 war ich übrigens schwer enttäuscht. Auch nicht so super twitchy wie World of Tanks oder so. Genau. Was ist denn super twitchy? Ja, so hektisch. So. Ja, das ist halt, also Panzer sind halt nun mal keine Rallye-Fahrzeuge, aber wenn man so World of Tanks fährt oder so, dann drückt sich so der Eindruck, oder drängt sich der Eindruck schon mal auf, ne? Genau. Mhm. Und die Panzerung scheint eher keine Panzerung zu sein, sondern das Blech von einem Lamborghini oder so. Ja und vor allem auch, ich mag World of Tanks, ich spiele es gerne, aber es ist kein richtiges Panzerspiel. Es ist ein langsamerer Taktik-Shooter mit Panzermodellen, so kann man es ungefähr formulieren. Hübschen Panzermodellen, muss man sagen. Mhm. Aber halt keine echte Panzersimulation. Ne.
Ich glaube, da gibt es noch so Alternative. Ich habe jetzt Postscriptum noch nicht gespielt, aber Hell Let Loose habe ich mal probiert. Hell Let Loose ist, hat auch sehr gute Kritiken und ich glaube, dass es auch ein richtig gutes Spiel ist. Mhm. Aber es ist ein bisschen mehr auf Close Combat gesetzt. Das heißt, die Gefechte sind ein bisschen actionreicher und ein bisschen mehr auf Nahkämpfe und viel Geballer. Und Postscriptum ist halt durch diese gigantischen Karten und diese sehr schnelle Todesfolge sehr sniperig im Vergleich. Ah, okay. Das muss man mögen. Also weder das eine Spiel ist besser als das andere. Es ist einfach nur leicht variierter Fokus. Mhm. Okay. Habt ihr sonst noch Themen vom Thema? Ich finde es doof, dass wir kein Tabletop zurzeit spielen können. Genau. Ja. Jupp. Stimmt. Und irgendwie kommen wir ja leider auch beim Tabletop-Simulator nicht zusammen. Ja, irgendwie haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft, aber das kriegen wir noch hin. Ich habe übrigens auf dem Tabletop-Simulator gestern eine kurze Runde X-Wing 2 gespielt. Und ich muss sagen, das ist richtig gut, diese Erweiterung, die es da gibt, die berechnet alles selber und alles. Also man würfelt den doch selber, aber so die ganze Berechnungshilfe und das Aufstellen und so, das macht die ziemlich gut. Cool. Kann ich empfehlen. Ja, ich habe das Ding ja auch drauf. Muss ich mir mal anschauen. Wenn ich von der Panzersucht wieder runter bin, allerdings muss ich zugeben. Das ist echt schlimm. Ja, das denke ich mir. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Wir hatten eine Frage zum letzten Mal. Genau, wir hatten Fragen und sind immer froh über jegliche Fragen, die wir kriegen. Es klingt so ein bisschen, als wenn wir notdürftig wären. Bitte, schickt uns Fragen. Bitte, genau. Wir sind über jede froh. Und wenn es die Lottozahlen vom nächsten Samstag sind. Da werden wir besonders froh. es ging um die Frage, was ist die Motivation von World of Blake? Und ja. Ona. Also, oder, ah, ja, Oshi. Also das kann man sich so ein bisschen so vorstellen. In Comstar gab es ja immer schon seit der Gründung von Comstar zwei so Bewegrichtungen, sage ich mal. Das eine war eben so, ich sage mal, der religiöse Zweig. Ja? Also Comstar ist eine Religion und das ist ihre heilige Pflicht, die Kommunikation zwischen den Sternen sicherzustellen und dann irgendwann die innere Sphäre wieder aufzubauen. Und dann, sage ich mal, eher so den technologieorientierten Zweig, sprich Comstar ist der Bewahrer des Wissens der Menschheit, aber technologisch gesehen, jetzt nicht religiös oder so, ja. So und wir sind halt da dafür, das Wissen zu bewahren und wenn die Zeit reif ist, dann werden wir uns wieder hervortun und den Leuten halt helfen, dass sie wieder auf die Sprünge kommen. Aber zuerst müssen die Spinner sich erstmal zusammenraufen oder so, ne? Mhm. Oder komplett sich zerschießen, damit wir dann wieder aufbauen können, ja. Mhm. Und es gab immer so ein bisschen Strömungen in die eine oder die andere Richtung. Also es war, je nachdem, wer halt Präzentor wurde, merkt man auch bei, keine Ahnung, bei der Kirche, wer gerade Papst ist, gibt es Reformen oder nicht, ne? Und so, also wird die Kirche ein bisschen weltlicher oder nicht und so weiter. Also es ist, nimmt halt verschiedene Züge an. Und gefährlich wird's halt, ja, so wie im Fall, wo halt die Clans angegriffen wurden ist, wenn jemand in die Enge gezwängt wird, ja. Und das auch noch mit seiner gegründeten Religion, also die ja nicht irgendwie auf, ich sag mal, überlieferten Texten oder so basiert, ja, sondern sehr ja schlichtweg erfunden, ja. Also kann man vielleicht ein bisschen mit Scientology vergleichen oder so. Ne? und wenn da dann quasi fundamentalistische Bewegungen rauskommen, dann kann man sich das quasi so vorstellen, wie wenn die schlimmsten Fundamentalisten, gebrainwashten Typen einer Religion plötzlich an Superwaffen kommen und dem ganzen Universum ihre Religion aufzwingen wollen. Das ist so die World of Blake-Seite, ne? Und die Comstar-Seite war halt komplett dann die gemäßigte Seite. Also da haben sich die voll die Gemäßigten durchgesetzt. Das war halt den World of Blake-Fundamentalisten, Psychopathen zu wenig, ne? Und dann ist das so. Also. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, es ist ja nicht, dass jetzt da, also weil viele Leute können sich nicht vorstellen, wie man halt in so einen Kult reinkommt, ne?
Das hat mit Logik oder Rationalität nicht viel zu tun. Du, das merken wir gerade aktuell in der jetzigen Situation, ne? Genau. Wenn du da irgendwie Verschwörungstheoretiker wirst, ne? Genau, ja. Aber nicht nur das, sondern das was bei Comstar viel Ausschlag, also bei Word of Blake viel ausschlagkräftiger ist, diese Fundamentalisten sind ja meist dritte, vierte, fünfte, sechste Generation Fundamentalisten, ja? Ja. Das heißt, die sind ja seit ihrer Kindheit indoktriniert und kennen nichts anders. Und das ist quasi denen ihr Dings, ne? Das ist quasi die Väter und der Väterväter und die Väterväterväter. Genau, so ist es, ja. Das ist, kennt man ja auch in unserer Zeit, ne? Also es ist keine Ahnung, also wer sich mit so Kulten beschäftigt, ja, also gerade zum Beispiel viele, keine Ahnung, Zeugen Jehovas sind in den Kult hineingeboren, ne? Ja, und man muss ja sagen, sie hatten das Motiv, die Mittel und ausreichend Wahnsinn dafür, ne? Genau. Und wenn, aber woher hatten sie dann plötzlich diese Waffen? Also diese. Nee, die waren ja lange genug bei den Mareks irgendwie untergebracht und haben ja da mit dem Thomas Marek gekuschelt und hatten ja dann auch das HPG-Netz in der Liga Freier Welten. Mhm. Und man darf nicht vergessen, Liga Freier Welten hatte die ganzen Mechs für den Krieg gegen die Clans hergestellt, weil sie ja ganz hinten waren, ja, und damit eigentlich nicht in der Frontlinie der Clans waren, haben die quasi die Leute, die gekämpft haben, fleißig mit Waffen versorgt und sich da auch genügend was abgezweigt. Und natürlich hatten die Leute von Word of Blake auch die Informationen, wo jetzt genügend, ich sag mal, Caches an Sternenbund-Zeugs rumliegt, ja, die eigentlich Comstar gesagt hat, die greifen es nicht an, so nach dem Motto, bis die Zeit zur Wiederauferstehung kommt, ne? Ja. Und das ganze Zeug können die natürlich auch verwenden. Und da sie ja als erstes dann gleich mal Terra im Putsch eingenommen haben und auf Terra quasi das meiste Zeug vom Sternenbund noch rumgelegen ist, waren sie natürlich mal super bewaffnet. Also nicht nur auf Terra, sondern auch auf dem Mars, ne? Ich würde gerne auch nochmal auf die Mareks eingehen. Man, es wird ja nicht genauso ausformuliert, wie viel Kohle sie da rausgezogen haben. Aber die Mareks haben sich ja in Zeiten der Clan-Invasion vollgesogen mit Geld, weil sie ja quasi die Waffenfabrik der feinen inneren Sphäre waren und halt unglaublich viele Waffensysteme, Ersatzteile, Munition und so weiter für Kurita und das Vereinigte Kamelof hergestellt haben. Und sie selber waren ja null betroffen. Also sie haben zwar ein paar Einheiten an die Front geschickt, aber sie hatten ja keine Kriegsschäden, keine Flüchtlinge und gar nichts. Und stattdessen haben sie halt lustig Waffen produziert und verkauft. Und das heißt, da hatten die also auch quasi, hatte Word of Blake ja eine enorme finanziellen Background sozusagen. Und natürlich, als sie sich losgesagt haben von Comstar, sind sie ja nicht mit dem Büßerhemd allein losgezogen, sondern sie hatten ja auch richtig Material mitgehen lassen, ne? Und in Summe würde ich mal sagen, kann man schon argumentieren, dass die Blackkisten gut ausgestattet waren? Ja, also sagen wir es mal so, sie haben auf jeden Fall Comstar initial mit runtergelassenen Hosen erwischt. Und halt die Furiosität, dass sie halt wirklich in allen Bereichen halt aktiv geworden sind, in der Region der inneren Sphäre, in der Peripherie und bei den Clans. Das ist halt eine Reichweite, das hat man denen nicht zugetraut. Nee, also die waren halt immer als religiöse Spinner nur verschrien und man hatte ja andere Sorgen mit den Clans und der Fokus war einfach woanders dann, ne? Wir haben also quasi diese Ruhe nach dem Sturm, wo sich die Innersphäre Gedanken gemacht hat, okay, wie geht's weiter nach dem Auslaufen des Waffenstillstandsvertrages, die haben sie halt ausgenutzt. Nochmal eine Frage zu den Mareks. Also die anderen haben sie praktisch voll bezahlt für die Waffen, die sie geschickt haben, oder? Voll nicht, also die haben schon quasi Rabatte, als Schutzgeld, ja, ja, mehr oder weniger. Kaufe 4 Orions, zahle 3, ne, ungefähr. Genau, so auf dem Motto, ja. Also. Dafür hat Haus Marek halt die Technologie auch bekommen von dem New Avalon Institute und davon haben auch dann die Dschihadisten sicherlich wieder profitiert, ne? Genau. Ja, weil man muss ja auch man darf nicht vergessen, dass ja alle anderen Mächte der inneren Sphäre massiv gelitten haben, ne? Die haben bei den Clans massiv viel verloren, dann haben sie ja die Operationen in die Clanwelten geführt, etc.
Also da war ja alles. FedCom Civil War. Genau, FedCom Civil War. Comstar hat sich auch an vielen Zeugs beteiligt, abgesehen von der Schlacht von Dukajit. Und damit waren alle eigentlich mit den Hosen unten. Ne? Haben sich aber immer gedacht, naja, was sollen die World of Plague noch schon tun? Ne? Die haben vielleicht ein paar Schiffchen und so, und das, da ist ja nichts. Ne? Mhm. Das passt schon. Und vor allem, dann haben sie ja auch, man darf nicht vergessen, dass World of Plague ja auch Waffen eingesetzt hat, die eigentlich verboten sind, wenn sie in Unterzahl waren, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja. Weil, auch so. Genau. Weil Atomwaffen ja eigentlich seit der Ares-Konvention verboten waren. Ne? Und die haben feucht, fröhlich ja alles in die Luft gesprengt, was sich bewegt hat. Ne? Ja, mhm. Und biologische Waffen, Giftgas, im Prinzip das genau. Komplette Arsenal, was da ist. Also das komplette Paket, was eigentlich als unehrenhaft abgestempelt worden ist, haben die natürlich ins Feld geführt. Ne? Mhm. Noch als Fußnote, die Liga freier Welten hat zugelassen, dass World of Plague das ehemalige Comstar-Netz von HPGs betreut. Die haben irgendwann mal Comstar vor die Tür gesetzt und haben World of Plague halt etabliert. Dadurch waren halt regelmäßige Einkommen gesichert. Und gleichzeitig hat World of Plague das Netz überwacht. Das hat auf jeden Fall auch da gut reingespielt, um Informationen halt zu verschleiern. Und man darf auch nicht vergessen, dass World of Plague, nachdem sie halt die Machtposition in der Liga Freier Welten gesichert hatten, immer wieder auch ein bisschen Augen gezwinkert hatten mit der Konföderation Capella. Ja. Die auch gewillt waren, in der Position, in der sie halt waren, da Hilfe von außen halt durchaus auch anzunehmen. Ich weiß, mag jetzt sein, dass ich da vielleicht ein bisschen typisch abgestempelt werde, aber gerade auch die Kriegsschiffprogramme, die zur Zeit 3055, 3060 angelaufen sind, die Designs in der Liga freier Welten sind auf jeden Fall mit World of Plague Hilfe zustande gekommen und die Designs in der Konföderation Capella mindestens zumal mit gewissem Detailwissen, was der World of Plague dann bereitwillig übergeben hat. So leichte chinesische Kopie. Genau. Same, same, but different. Warum hat denn Haus Marek die World of Plague so direkt aufgenommen? Also warum haben die gesagt, hier, kommt zu uns unter meiner Hand? Um meine Decke, unter meine Decke. Ne? Nee, das ist ganz einfach. Der Thomas Marek, der ist ja von Comstar quasi ausgebildet und erzogen worden. Und der ist ja auch nur per Zufall eigentlich der Generalhauptmann geworden von den Mareks, weil sein Bruder und sein Vater bei einem Attentat ums Leben gekommen sind. Naja, per Zufall, das ist dann wieder relativ. Ne? Erstmal grundsätzlich ist es ja auch früher schon so gewesen, dass der zweite oder drittgeborene irgendwie entweder Soldat wurde, um im Krieg zu verheizen, oder irgendwo in die Kirche gegangen ist, Mönch geworden, damit er im Zweifelsfall nicht irgendwie Thronräuber wird oder sowas oder einen Bürgerkrieg anfacht. Ne? Und so ungefähr ist das, glaube ich, auch mit Thomas gewesen. So, jetzt ist nur der Witz der Sache, was ist, wenn Comstar ihn ausgebildet hat und Comstar bzw. die radikaleren Kräfte, da noch nicht World of Plague, dann den Vater von ihm und seinem Bruder ermordet haben, damit er zurückkehren muss, ausgebildeter Kuttenträger sozusagen, um dann die Liga freier Welten zu übernehmen, um dann halt eine Machtbasis zu bilden. Und natürlich ist nie so ganz klar geworden, weil Thomas ja auch irgendwie Opfer von einem Attentat wurde, aber dass er dann erst angeblich gestorben ist, dann es doch überlebt hat. Man denkt, dass er ein Klon ist eigentlich, dass er gar nicht der echte Thomas Marek ist sozusagen. Und damit nur eine Marionette von Blake's World am Ende des Tages. Genau, so ein indoktrinierter Klon von Blake's World quasi. Genau, also es ist viel, viel Verschwörungstheorie auch dann dabei. Und das ist ganz schön gemacht eigentlich, weil damit Haus Marek auf jeden Fall mehr Textur bekommen hat. Bis dann waren sie nur die langweiligen Typen, die sich alle gegenseitig umbringen. Ne? Also das finde ich, also ist den Autoren gut gelungen, dieser Twist. Hm. Genau. Ja, weil sonst hast du in den Büchern die komischen Typen mit dem Vogel auf dem Schild, ne? Genau.
Die hatten dann wirklich, finde ich, am wenigsten Flavor. Die Liaos, irre mit ihrer Rachsucht und ihren ganzen irren Plänen, ne? Mhm. Kurita, hier die Bösen sozusagen am Anfang mit ihrem Bushido. Davian, die Guten, Steiner, die sehr Deutschen, waren auf jeden Fall alle irgendwie interessanter angelegt als erstmal Haus Marek. Ja. Der Haus Marek war auch so ein Flickenteppich, ne? Ja, ja, genau. Ja, gut, ach Gott, wie heißen die bei denen? Nicht Präfektur, Grafschaft? Die Herzogtümer der Revolution, genau, wie sie alle heißen, ne? Genau, die Herzogtümer, die waren alle zu einem gewissen Zeitpunkt autonom. Mhm. Die guckten auch immer mal wieder in die anderen Herzogtümer rein, was es nicht für interessanten Welten gibt, die es bei denen gibt. Haus Marek, ich glaube, das war die Grafschaft von Oriente, hat, glaube ich, auch mal eigenständig Krieg gegen die Konföderation Capella geführt. In den Anfang 3000ern. Ja, also die waren halt sich herrlich uneins. Mhm. Ja, die haben sich nach den Nachfolgekriegen eigentlich lange Zeit einfach gar nicht erholt, ne? Genau. Irgendwie ja. Sowas, das wundert mich jetzt gerade, warum ist das eigentlich nicht eher so Heilige Römische Reich, so Deutsche nachempfunden? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist eigentlich so eher der Hintergrund, oder? Ja, aber ich glaube, das Deutsche hatten sie ja schon mit Steiner halt abgebildet, ne? Mhm. Und sie wollten da nicht nochmal sowas, ne? Das wäre ein bisschen zu viel. Ich finde auch, ganz ehrlich, dieses leicht Arabische, was da so, Orientalische oder so, kann man eher sagen vielleicht, dass da mit reinspielt. Das hat die Sache auf jeden Fall interessant gemacht, ne? Ja, aber ich gebe euch recht, es ist so ein bisschen schwer zu greifen gewesen, so in welche Schublade man die Liga Freie Welten reinstopft. Genau, vor allem, es ist ja nicht schwarz und weiß, ne? Also, weil du hast bei den Mariks orientalische Kräfte, du hast ja auch bei Kurita orientalische Kräfte dabei, also es ist halt in der inneren Sphäre nicht alles schwarz und weiß. Und nee, überhaupt nicht. Einer sind ja nicht nur Deutsche, ne? Also. Nee, eben. Sie haben zwar sind die dominante Kultur oder Kulturkreis, genau. Aber Amtssprache ist auch Deutsch, aber sie sind nicht die einzigen. Übrigens, kurze Frage hier, dieses so und so vielte Aufklärungsregiment mit der Cassie Southern da von Victor Milan, kommen die nicht auch aus der Liga Freie Welt mit ihrem Dreiländerdreieck da mit Cowboys, Juden und Indianer? Camachos Caballeros? Genau, danke. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube auch, ja. Ich habe die übrigens früher gehasst, die Bücher. Also als ich die das erste Mal gelesen habe, das erste davon, ich war schwer enttäuscht über mit Teddy, Onkel Teddy oder wie sie den Theodore nennen, ne? Und das, dieses Despektierliche und die waren mir alle zu überzeichnet, da war ich zu sehr Hardliner. Und jetzt habe ich sie aber vor ein paar Jahren nochmal gelesen und jetzt fand ich sie ganz also angenehm. Ich würde es jetzt glatt nochmal lesen. Ne, ich fand die auch ganz gut. Ja, fand ich auch, muss ich sagen. Waren ganz schön. Ja, sind halt ein bisschen, sind auf jeden Fall überzeichnet. Ich meine, Cassie Southern da, oder wie sie heißt, ne, dass sie da mit bloßen Händen einen Atlas erwürgt. Also, wollte gerade sagen, also den hat er mit bloßen Händen genau platt gemacht. Genau. Ja. Das war schon ein bisschen too much. Aber getreten. Aber kreative Romane auf jeden Fall. Victor Melan, leider ja auch vor einigen Jahren schon zu früh verstorben. Okay, dann haben wir jetzt die Motivation des Blakes in zwei Sätzen zusammen, ja? Hatte ich das noch erwähnt? Ich weiß jetzt gerade gar nichts, wir haben den Faden verloren, aber die hatten ja auch das HPG-Netz quasi in der Liga Freier Welten geerbt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Konföderation Capella auch so war, aber das war natürlich auch noch ein natürliches Einkommen, weil sie in der Liga dann die Kommunikation weiterhin also dann gestaltet haben, ne? Und damit hatten sie auch, wie gesagt, einen echt guten Cashflow. Naja, wenn mir die, also mir ist doch egal, was die anderen mir zahlen, ich gebe eh die Währung aus. Nein, es ging nur darum, woher haben sie die Kohle? Und die Kohle war zum Beispiel, sie hatten nicht nur das mitgenommen, sie sind nicht nur subventioniert worden, sondern sie haben dieses Netz weiterhin betrieben, haben damit Einnahmen generiert und hatten entsprechend auch die Geldmittel. Ne? Das wollte ich damit sagen. Also das finde ich, also durchaus ist auch noch eine ökonomische Komponente hinter World of Blank, nicht nur Fanatismus und so weiter.
Hm. Okay. Die Motivation von World of Blake in zwei Sätzen zusammengefasst. Ja, sie hatten das Motiv, sie hatten die Mittel und den nötigen Wahnsinn, ne? Genau, und die Waffen. Genau, also schlagen jegliche Ordnung und sich selbst als Heilbringer etablieren. Genau. Ah, okay. Religiöse Fanatiker, die genügend Waffen haben. So geht's mir gelegentlich auch. Also nicht mit den Waffen, aber mit dem Heilsbringer. Jetzt also kriege ich Hunger bei den religiösen Fanatikern. Mm. Okay. Dann kommen wir zum Ende vom Konflikt Liao gegen Hasek Davian. Genau. Wow. Jetzt habe ich schon wieder M gesagt. Mache ich auch die ganze Zeit. Und M. Also, wir haben das letzte Mal aufgehört, dass Hasek Davian die Konföderation Capella angegriffen hat. Eigenständig, ohne großartige Unterstützung der restlichen Federated Suns. Das ist die Haseks, waren ja nie Freunde der Liaos, deswegen, das war ein alter Klappstuhl, der schon öfters mal ein- und wieder ausgegraben wurde. Nie Freunde, das ist das Understatement des Jahres. Genau. Wir haben das letzte Mal aufgehört, da ist es gerade dazu gekommen, dass ein vermeintliches Davion-Kriegsschiff die Hauptwelt der Konföderation bombardiert hat und in den Ruinen vermeintlich Sun Tzu Liao gestorben ist. Das hat dazu geführt, dass sein Adjutant Talon Zahn den Oberbefehl ergriffen hat und zum großartigen Gegenschlag ausgeholt hat. Die beiden Mächte haben sich dann eigentlich relativ kräftig bekriegt. Es ging so weit, dass die Streitkräfte der Konföderation, die schon so weit vorgedrungen waren, dass sie auf New Syrtis operiert haben. Was für die Haseks natürlich sehr überraschend kam, dass da so eine Furiosität bei rumgekommen ist. Aber ach was. Der gute Sun Tzu, der ist vermeintlich bei draufgegangen, deswegen haben die jetzt nur noch Blut sehen wollen. Wie es nun mal sein sollte, in den großen heroischen Erzählungen aus den Ruinen auf Xi'an steigt dann plötzlich der Kanzler Sun Tzu Liao und sagt, alles klar, mir geht's gut, ich habe nur ein paar Kratzer. Der Gottgleiche, bitte. Genau. Genau. Alles nicht so schlimm. Auf dem himmlischen Stuhl, Thron. Genau. I'm fine. Bin auferstanden und habe gleich ein Hole-in-One geschossen. Hat dann auf jeden Fall die zur Waffenruhe ausgerufen. Was ein bisschen überraschend ist, aber gut, okay, die Konföderation, die war dann auch kurz vorm Zusammenbruch, mal wieder. Die Haseks haben dann versucht, auf New Syrtis noch den sich zurückziehenden Truppen von Leonorens auszuwischen, aber dann war es das auch an der Stelle. Das heißt also, es gab da, wie es nun mal an der Grenze so des häufigeren ist, ein bisschen hin, ein bisschen her. Es haben ein paar wenige Welten den Besitzer gewechselt. Als das Ganze dann zum Schluss dann halt zum Ende gekommen ist, hat sich eigentlich kaum etwas getan. Außer, dass natürlich da wieder mal der Boden dieser Planeten in ordentlich viel Blut getränkt worden ist. Muss ja auch mal gewässert werden. Genau. Genau. Aber das ist so im Prinzip das, was an dieser Grenze passiert ist. Ja, dann hatte ich vorgeschlagen, dass wir noch einen kleinen Exkurs machen, weil wir haben jetzt relativ viel über World of Blake erzählt, wir haben relativ viel über die Häuser der inneren Sphäre erzählt und deren Irrungen und Wirrungen gegeneinander. Aber was auch noch zur selben Zeit passiert, deswegen, es tut mir unheimlich leid für die Leute, die zuhören, aber es wird jetzt noch verwirrender. Ja, ich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Und zwar, die Clans haben auch eine Wandlung durchzogen. Viele Clans, die schon in der inneren Sphäre operiert haben, die haben so ein bisschen, ja, ihr Wesen halt geändert. Auch innere Sphäre Luft geschnappert quasi. Genau. Sie wurden korrumpiert. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass deren ganze Weltanschauung ein paar Jahre vorher zerstört worden ist, als die innere Sphäre es gewagt hat, den Clan Nebelparder auszulöschen.
deswegen und, Dingske neues, ich würde jetzt Commonwealth sagen, eine neue, einen neuen Sternbund gegründet hat, was ja eigentlich die Clans machen wollten, ne? Genau, ja. Ja, ja, aber das war ja immer also quasi Fake News für die, ne? Das von da, das haben die ja nie ernst genommen. Genau, bis auf die Novakatzen. Genau, bis auf die Novakatzen, ja. Und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als sie den Clan Nebelbader ausgelöscht haben, haben alle gedacht, na, das sind ja alles nur irgendwelche Spinner, die wollen machen das jetzt quasi als Hoax, weil sie Angst haben, dass wir sie jetzt vernichten, ne? Mhm. Und genau. Die halt dann die Nebelbader vernichtet haben, hat die Welt plötzlich anders ausgeschaut. Die Novakatzen haben ein bisschen gekifft und haben dann quasi festgestellt, naja, das ist ein bisschen komisch, was da alles abläuft, ne? wie das die Novakatzen halt so machen, ne? Wer war noch dabei? Die Ghost Bears, glaube ich. Die Ghost Bears haben, ich weiß nicht, die haben dir nicht den Rücken gekehrt, oder? Nur die Novakatzen. Die Goliath Scorpions, die hatten noch so Tendenzen, dass sie dieser ganzen Sache ein bisschen richtig, ja, kritisch gegenüberstanden, weil sie auch zu der Bewahrer-Fraktion gehören. Nee, ich höre jetzt gerade nochmal das Hörbuch hier von Blaine Le Pardo, ach Gott, wo die Pader quasi nach Wayside 5 die Verbliebenen, um da sozusagen ihren Exil-Gesellschaft halt aufzubauen. Da werden die Goliath Scorpions ja auch noch ein bisschen skizziert und so weiter. Also auch da gibt es ja schon Planer, die im Endeffekt umgedacht haben und ihre bisherigen Wege in Frage gestellt haben. Vor allem, sie lassen ja dann zugunsten, um mehr Leute mitzunehmen, ihre eisernen Gebärmuttern, sozusagen ihre Klonengeräte da, lassen sie zurück. Und wollen sich dann fortan natürlich vermehren, was natürlich eine totale Abkehr ist. Und das gerade bei Ex-Smoke Jaguars, also heftig. Mhm. Es waren schon die Ghost Bears, die quasi, ich sag mal, von der Raselhager Republik extrem beeindruckt waren, ne? Ja. Und da halt, also weil die halt, haben nicht damit gerechnet, dass die in der Innensphäre auch irgendein Verständnis von Ehre haben und so weiter, ne? Und andererseits so freiheitsbesessen sind und dass denen die Freiheit so viel zählt und so weiter, ne? Und die Ghost Bears waren ja typischerweise auch schon eher, sag ich mal, vor allem was die niedereren Kasten angeht, ein liberalerer Clan, ne? Und das hat halt denen recht zugesprochen, ne? Korrekt. Hat das dazu geführt, dass sie ihre alte Heimat verlassen haben? Sind in die innere Sphäre gezogen, in einem riesen Exodus? Also, diesmal in die andere Richtung. Und, Exodus. Genau. Und hat dann später dazu geführt, dass die die Freie Republik Rasalhag und der Clan Geisterbären sich halt zusammengefügt haben zum Rasalhag-Dominium. Was halt zum Benefit hatte, die Rasalhager hatten wieder eine Identität. Und wieder Land. Sie hatten wieder Land, viel, viel mehr als vorher. Es war natürlich auch ein gutes Kalkül dabei. Die Innersphärler, die halt von sich aus mit Besatzern schon zwischendurch mit ordentlichen Revolten für Protest gesorgt haben, sind dadurch ein bisschen ruhiger geworden. Und sie haben halt einen gemeinsamen Weg gefunden. Es ging dann halt auch so weit, dass Wahrgeborene, also Bürger der ehemaligen Freien Republik Rasalhag, Hand in Hand mit Klangeisterbären, Klankriegern gekämpft haben. Und das relativ erfolgreich. Also das ist ja ein bunter Mischmasch, das ist ja so Multikulti, ne? Genau, jeder darf. Jeder mit jedem, was da nur rauskommt. Mhm. Genau. Wir hatten letztes Mal ja schon ein bisschen was verloren über die Wölfe, die mit Haus Steiner wild Augen gezwinkert haben. Also das Bündnis, was die miteinander haben, das wird sich in dieser Zeit jetzt auch noch ein bisschen weiter verfestigen. Ähnlich
dem, was mir in der Freien Republik Rasalhaq passiert ist, ist dann auch mit der Outworld, also der Außenweltler-Allianz und dem Clan Snowraven passiert. Mhm. Clan Snowraven ist in der Lore jetzt nicht unbedingt so weit vertreten. Er tritt auch kaum in Erscheinung. Clan Snowraven ist bekannt dafür, für ein großes Kontingent an ja, Cold Navy, also Kriegsschiffe, Luftraumjäger, Landungsschiffe und so weiter. Die haben im Vergleich zu den anderen Clans relativ wenige Mechs, Elementare und andere Einheiten. Die sind dann halt oben über die nordwärts, also kernwärts die Ecke von Kurita mal rüber geschippert und haben mal geguckt, was es da so gab. Sind dann auf die Außenwelt der Allianz getroffen und mussten da dann auch feststellen, dass die Leute der Außenwelt der Allianz, die bekannt sind auch für ihre hervorragenden Luftraumjägerakademien, dass das Leute sind, mit denen man sich in gemeinsamen Interesse halt vereinigen könnte. Und das hat dann halt dazu geführt, dass die sich halt zur Raven Alliance zusammengeschlossen haben und auch relativ schnell dann halt ja militärisch zusammengewachsen sind. Die haben einen Omnifighter zusammengebaut und das ist auch... Oh, mit Lego? Ja, so ähnlich. Es muss ja schließlich Omni-Technologie drin sein. Und das ist schon relativ interessant, dass das halt in so kurzer Zeit passiert. Haben dann auch zusammen halt ein bisschen an der Draconis-Kombinat rumgeknabbert. Ja. Dann muss man auch noch erwähnen, es gibt ein paar Clans, die nach dem Ende des Waffenstillstands von Tukayit ja ihren Weg gefunden haben in die inneren Sphäre. Dazu gehören dann die Ice Helians und die Hell's Horses. Die Hell's Horses und die Ice Helians haben sich in den Besatzungszonen des Clan Wolf bzw. Clan Jadefalke etabliert, haben dann da um Besitztests gemacht um diverse Welten und von da aus haben sie sich dann auch weiter verbreitet. Das heißt, wir haben ein paar mehr Clan-Akteure bekommen in dem ganzen Chaos, was es da ohnehin schon gibt. Also man kann eigentlich sagen, es gibt wenige Clans, die sich jetzt in der inneren Sphäre nicht etabliert haben. Mhm. Dazu gehören die Goliath Scorpions und die Fire Mandrills. Die haben es bis dahin noch nicht dahin geschafft. Was die machen, man weiß es nicht. Es ist wenig beschrieben von denen. Aber die ganze Action geht in der inneren Sphäre voran. Ja, klar, das ist ja der Hauptspielplatz. Genau. Also es sind praktisch nur zwei Clans, die jetzt nicht in der inneren Sphäre mitmachen, sehe ich das richtig? Was gibt es da sonst noch? Die Star Adders, die sind aber, glaube ich, auch in der inneren Sphäre angekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Diamond Shark war auf jeden Fall in der inneren Sphäre. Weil die das Transportwesen für die Invasionsclans erledigt hatten. Genau, viele von diesen Clans waren halt, sage ich mal, zweite Reihe oder haben nicht so viel getan. Ja. Mhm. Es ist auch dann bei den Nova-Katzen, die sind dann quasi in die Kurita-Welten rein, ne, und haben dann, sage ich mal, auf Kurita-Seite mitgeholfen gegen die Ghost Bears, die ja sich Welten wieder schnappen wollten als Rasalhaq Dominion Force, ne? Mhm. Und so, also da gab es einige Konflikte natürlich auch wieder. Und Nova-Katzen und Ghost Bears, die haben sich nie so richtig lieb gehabt. Also haben sich natürlich die Nova-Katzen auf Seiten von Kurita geschlagen. Ne? Also das sind da einige so Dinge, die da abgelaufen sind. Ne? Ich denke mal, es war halt so von den Entwicklern halt gedacht, dass man kannte ja jetzt schon viele etablierte Clans aus den Zeiten von 3050 bis 55. Diese Akteure, die kannte man alle. Das heißt, die groben Wesenszüge von denen, da hat man schon viel drüber gelesen.
Und jetzt hat man versucht, halt ein bisschen was Neues reinzubringen. Besonders hervorstechen tut da kleine Hell's Horse, die halt auch sehr viel mit Panzern unterwegs waren. Und da hat man dann das erste Mal gelesen, dass die Klaner nicht nur auf Mechs und Elementarkampfpanzer stehen, sondern halt auch richtige Panzer mit Ketten und Hovercrafts und was weiß ich was noch. Ja, da wurde halt noch ein bisschen mehr Mannigfaltigkeit reingebracht. Und ein paar von denen sind echt cool. Muss man einfach mal sagen. Ja, ja, also es ist, ich finde es ein bisschen schade, weil ich fand, es waren schon genug Akteure. Für mich ist es mit dieser Zeit einfach extrem unübersichtlich geworden. Ne? Genau. Und da fehlten auch von diese wilden Allianzen, die sich da gebildet haben, so die Identifikation. Ne? Das ist auf einmal, du musst halt nicht irgendwie, sag ich mal, stringent bei einer Linie bleiben. Und natürlich, siehe zum Beispiel Italien, Anfang Erster Weltkrieg, waren sie neutral oder zumindest freundlich gesinnt gegenüber den Achsen. Dann haben sie die Seiten gewechselt, sind auf Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten. Im Zweiten Weltkrieg wiederum Mussolini hat da wieder die Achsen unterstützt. Also auch da gibt es Varianz, ne, natürlich. Und das, solange es irgendwie plausibel und erklärbar bleibt, aber ich hatte so das Gefühl, im Zeitpunkt so nach dem Motto, alles neu macht der Mai, ne? Und wir nehmen einmal die Würfelbecher und gucken mal, welche neuen Allianzen dabei rumkommen. Alles super kreativ, mit der richtigen Intention, aber einfach übertrieben, einfach too much. Mhm. Ich glaube, da haben sie sich auch viele Feinde in der Community gemacht, weil ihre geliebten Fraktionen nicht mehr existierten, nicht in der Form, wie man sie kannte, weil geliebte Charaktere auf einmal starben und das teilweise offscreen, das ist ja die Höchststrafe. Ich meine, über den Tod von Grayson Carlyle kann man trefflich diskutieren. Ich finde, es war eine tolle Entscheidung vom Storytelling, ihn nicht inmitten von einem Berg von getöteten Feinden in seinem Marauder untergehen zu lassen, oder Victor zu dem Zeitpunkt. Ne? Das wäre mir einfach, das ist zu 0815. Aber zum Beispiel Jamie Wolf, einfach so, ich glaube, der ist einfach offscreen getötet worden. Und dafür, genau, dass man. Ach, übrigens, der ist irgendwann mal gestorben, so, genau, bombardiert worden. Und den Charakter haben wir so viele Jahre emotional investiert und das wird einfach der Figur null gerecht. Genau, und auch wenn man Tabletop gespielt hat, dann weiß man ja auch zum Beispiel auch die Clan-Leute, also innere Sphäre ist klar, dass Leute sich Häuser ausgesucht haben und so, ja. Aber auch auf Clan-Seite. Die Leute so, ich bin Ghostbear, ich bin Kiffer, ich spiele Novakatzen, Wölfe gibt es natürlich viele und so, weil die auch prominent waren in den Büchern und so, ja. Und so, also da hat man sich damit identifiziert. Das hatte schon angefangen, ein bisschen komisch zu werden, dann zu der Zeit, naja, Clan Wolf in Exile, aber doch da Clan Wolf und Jade Wolf und dann wieder zurück und jetzt doch wieder Wolf und was jetzt weiß ich. War da schon ein bisschen verwirrend, ne? Und jetzt kommt das Ganze einfach in groß, ne? Die Ghost Bears gehen zum Ra's al Haq Dominion, aber ein paar von denen gehen auch dorthin und ein paar so und aber Ghost Bear gibt's eigentlich nicht mehr, aber eigentlich ist das Ra's al Haq Dominion ist ja Ghost Bear. Die Novakatzen gehen zu Kurita, teilen sich aber teilweise ein bisschen auf und werden zu Einheiten und die einen kriegen diese Welt und das und hin und her und sind dann eigentlich keine Novakatzen mehr und also es wird alles ein bisschen extrem konfus. Ja. Und wenn man sich nicht extrem reinliest, ja, so wie jetzt auch Ona sagt, wenn man vergisst dann einfach gewisse Sachen. Ja. Welcher Clan ist denn jetzt überhaupt zurückgeblieben? Ist da jetzt irgendwer, wer erschöpft da draußen oder sind da einfach irgendwelche niedrigen Kasten, die da zurückgeblieben sind und jetzt Party machen auf Strana Match? Also man hat da überhaupt keinen Überblick mehr. Hm. Ja, genau. Ja, also fangen wir auch dann überhaupt, ja. Genau. Was weiß ich, dann gibt es dann danach dann irgendwie dann den freien Jade Liaos oder sowas. Ne? Also genau, es ist irgendwie es war mehr. Passt, weil Jade Falken und was. Klar. Das, ja, einfach too much. Genau, wir werfen die Grünen zu den Grünen. Genau, farbmäßig passt das. Und das ist alles ein bisschen komisch. Und vor allem jetzt, dann wird es ja noch ein bisschen noch konfuser, weil jetzt musste man die Kurve kratzen. Genau. Irgendwie musste man den Dschihad ja beenden. Ja. Irgendwann. Right.
Irgendwann musste man halt immer auch mal den Stöpsel ziehen. Genau, und Superman war nicht greifbar. Naja, genau. Superman wurde erfunden. Genau. Aus dem Hut gezaubert. Genau. Er war Superman. Und es stand auf in einem Gefangenenlager die heroische Gestalt des Devlin Stone. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wer ist Devlin Stone? Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen sich viele. Ja. 3077 gab es eine Revolte in einem Internierungslager, in einem Umerziehungslager von World of Blake. Da hat sich dann hervorgetan, dass es diese Gestalt Devlin Stone gibt, die Leute halt zusammengerauft hat, die sie koordiniert hat. Und von da aus fing dann halt quasi der Siegeszug an. Ich habe jetzt zusammengeraucht verstanden. Ja, wer weiß, wenn ein paar Smoke-Nova-Katzen dabei gewesen sind, haben sie ganz bestimmt auch einen gequarzt oder zwei. Jetzt verstehe genau. Ich auch, wie der Begriff Smoke-Jaguars zu verstehen ist. Und das, bitte, das ist kein Internistenlager, das ist ein Umerziehungscamp von World Blake gewesen. Genau, ein Umerziehungscamp. Genau, häkeln und stricken. Genau, und da ist 3071 hat da Devlin Stone eben die ganzen Leute zusammengerafft, ja, und hat dann quasi eine Anti-Blake Zelle. Anti-Blake klingt auch wie Anti-Plug, so ein bisschen wie Zahnpasta. Genau. Also an den Anfang hat es gefunden, quasi in der Keimzelle von World of Blake, und zwar im Blake-Protektorat, und das in der Nähe von Terra liegt. Von da aus hat er halt den Siegeszug angeführt. Er hat in seinen Bestrebungen dann Stück für Stück auch immer wieder mit House-Lords, regionalen Lords und wie auch immer paktiert. Ja, genau, er hat auch prominente Unterstützer gefunden. Genau, hat zum Beispiel so ein Charisma gehabt, dass er einfach gesagt hat, zum Khan der Nova-Katzen, wollt nicht bei uns in die Allianz kommen, wir haben Cookies, und der hat gesagt, ja. Genau. Genau. Das war quasi die männliche Mary Sue. Er taucht aus dem Nichts auf, alle finden ihn geil, er ist super erfolgreich, und ja, dann, wie bei Mary Sue auch, am Ende ist er auf einmal weg und alle trauern nach und der große Devlin Stone. Aber jetzt habe ich ein bisschen gespoilert. Ich weiß, aber das passt. Ich habe es bewusst gemacht, weil es ist tatsächlich, Devlin Stone ist gewissermaßen eine Mary Sue. Genau, also er läuft mit seinen Truppen mit absolut überlegenen Taktiken gegen alles, was nur irgendwie so ist. Wenn er hoffnungslos unterlegen scheint, dann telefoniert er irgendwen an und die sagen sofort, na, wir kommen, kein Problem, du bist der Devlin Stone, wir stehen auf der Matte. Also ist wir sind jetzt gerade so ein bisschen schnell erst einmal. Ja. Wer war denn Devlin Stone, bevor er also was war sein Leben vor dem Umerziehungslager? Das weiß keiner. Das ist bis heute nicht bekannt. Das ist nicht ausgeleuchtet. Es gab die Vermutung, dass er hier ein Mitglied von der Super-Duper-Agententruppe von den Deviants ist, hier den Fox Thief, glaube ich, oder so. Oder von ihnen, genau. Das ist so das Gerücht, dass er ein ehemaliger Spezialagent ist und deswegen kann er so viel und so weiter. Warum er vorher niemand so richtig aufgefallen ist und warum er dann auf einmal so einen Höhenflug hat, wird halt nicht erklärt. Aber im Endeffekt, das ist so. The Devlin Stone ist halt Projektionsfläche. Ja. Kannst du aussuchen. Du bist okay. Devlin Stone, Icke. Ich weiß, aber ich wollte es euch jetzt nicht so genau sagen. Okay. Es könnte natürlich auch so eine, ihr kennt doch den Imperator aus 40k, der soll doch auch immer in die Menschheit eingegriffen haben. Vielleicht. Ne? Ja, vielleicht ist er das, ne? Ja. Genau, das geht also. Also, da Comstar zum Beispiel versucht, seine Identität festzustellen, indem sie halt alle seine vitalen Features quasi in die großen Comstar-Computer eingegeben haben, um einen Match zu finden. Und da sind Sachen rausgekommen wie Konstruktionsvorarbeiter auf Gaifu, Lanzenkommander im Kittery, in der Kittery-Militia, ein Assistent in der Administration von Tikhonov und ein Schiffskapitän von Sian. Also kompletter Schwachsinn. Um da nochmal Anschluss zu nehmen, das war auch so eine Sache, wo man dann endgültig dann halt so ein bisschen als Hardcore-Battletech-Fan sich gedacht hat,
You gotta be kidding me. Ja, aber und dann kam Klicks. Genau. Eine prominente Theorie ist ja auch, dass Devlin Stone, also an der hängen sehr, sehr viele, die das gelesen haben, eigentlich Arthur Steiner Davion ist, der nicht umgekommen ist, wie eigentlich angenommen. Ja. Okay. Aber wie gesagt, also er hat die Revolution ausgelöst, da hat dann sich Max da zusammengeschnort und hat dann Leute angerufen und gesagt, willst du nicht bei mir mitmachen, wir müssen World of Blake vernichten. Genau. Es ist halt die alte Strategie hat halt wieder gezogen, ne? Das ist einzeln gehen wir auf jeden Fall drauf. Lass uns zusammenraufen, damit wir denen halt was entgegenstellen können. Genau. Ja. Diese Koordination, die hat halt in der inneren Sphäre halt so ein bisschen gefehlt, weil das halt etwas war, was World of Blake hier aktiv unterdrückt hat. Mhm. Indem sie halt ihr Terrorakte verübt haben, indem sie Desinformationen verteilt haben. Wie konnte er denn andere anrufen, wenn World of Blake die Hyperpuls-Generatoren und die Nachrichten verwaltet hat? Das ja, nicht war alle. Das war aber auch relativ easy. Du musst einfach mal sehen, die haben auf Kittery haben sie angefangen. Das heißt, da haben sie die Revolte gemacht, haben das Camp befreit, haben sich da dann halt alles erbeutet, was man so kriegen konnte, haben sich ins nächste Landungsschiff reingeschmissen und sind einfach mal wohin geflogen? Ins nächste System. Okay. Weil es da genauso scheiße aussieht. Oh. Und da haben sie dann halt Rambazamba und so ist dann halt wie so eine Lawine. Genau. Und die Blackisten haben ja derweil ruhig weiter gerumort, ja, und sich dadurch natürlich noch weniger Freunde gemacht, ne, weil die haben dann so super Sachen gemacht wie Leute umgebracht mit Assassinen, ne, ja, und so weiter. Also wen haben die eigentlich alles umgebracht? Die haben ja den Krieg haben sie geführt gegen die Kellhounds, die haben sie ziemlich aufs Maul gegeben. Genau, den Peter Steiner Davion haben sie umgebracht. Mhm. Und noch irgendein paar haben sie, glaube ich, umgebracht. Naja, gab es zu der Zeitpunkt eigentlich noch Victor Steiner? Victor Steiner Davion gab es, ja. Was hat der gemacht? Der war doch vorher der Vereiner der Welten. Ja, aber der war jetzt dann quasi ja der Präsentor Martialum und dann nicht mehr, ne? Und das ja nur unter der Auflage, dass er sich nicht mehr einmischt, ne? Mhm. Victor Steiner Davion hat von sich aus ja schon einen Gegenangriff gegen World of Blake geführt, der grandios gescheitert ist, hat dabei ziemlich viel Menschen und Material verheizt. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon. Da haben sie das erstmal feststellen müssen, dass World of Blake nicht nur Panzer und was weiß ich was mit Drohnentechnologie ausstatten können, sondern auch ganze Kriegsschiffe. Mhm. Das ist schon so. Also, so ganz so blöd ist die Idee prinzipiell von Devlin Stone ja nicht. Nur ist er halt, wie du sagst, eine Mary Sue, dass es ja schwierig ist für jemanden, der politisch so vorbelastet ist wie Victor, ja, mhm, jetzt dann quasi nach Dakar zu telefonieren und sagen, wollen wir doch wieder Freunde sein. Und dann nach Sion zu telefonieren, hey, wollt's nicht mitmachen, es gibt Backing-Ente, ist halt nicht gut. Nein. Ne? Das wäre auch nicht gut gewesen, vor allem er hat ja schon seine Rolle als Clan-Bezwinger erfüllt und er hat Katharina zur Strecke gebracht. Also ich glaube, noch mal mehr und eine Republik der Innensphäre, also das war schon eine gute Entscheidung, nicht noch mal die Davians da als die großen Heilsbringer reinzubringen. So, ne? Und Devlin Stone hatte natürlich dieses Befreier-Symbol hinter sich. Ne? Er befreit alle, die wollen, so nach dem Motto, weil er hat überhaupt nicht politisch unterschieden, ne? Sondern hat gesagt, okay, ich mache immer größere Zellen, so nach dem Motto, mache da meinen Feldzug gegen die Blackisten, ne? Und wer immer Lust hat, kann mitmachen. Und ich komme überall hin und befreie euch. Interessant, mir fällt gerade mal ein, eigentlich so ist er ein bisschen wie so Napoleon, eigentlich so aus dem Nichts herauf aufgestiegen und die Leute begeistert. Nur, dass Devlin Stone nicht Russland angegriffen hat und Blake so als allgemeine Bedrohung da war. Ne? Aber er hat schon so ein bisschen napoleonische Züge.
kommt aus dem Nichts und baut halt ein Imperium auf für einige Jahre. Genau, er hat sich, wie schon gerade eben richtig gesagt worden ist, überall Unterstützung halt geholt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und im Prinzip alle sind ihm gefolgt, bis auf? Bis auf? Haus Liao und Magistrat Canopus. Okay. Das ist, Haus Liao war dieser ganzen Sache sehr dubios gegenüber. Die haben diese Koalition von Devil and Stone nicht unterstützt. Genauso das Magistrat Canopus, was halt ganz dicke mit Haus Liao zu dem Zeitpunkt war. Magistrat Canopus? Peripheriestaat. Genau. Ah, okay. Das ist, glaube ich, ganz im Süden, oder? Ja, genau. Das ist, wenn man sich denkt, es gibt unten so einen Hammer und im Prinzip so der Fest, also da, wo man anfasst, das ist die Konföderation und darunter gibt es drei Peripheriestaaten. Magistrat Canopus, Taurus Konkordat und noch was anderes. Ah. Ja, auf jeden Fall was anderes. Die haben sich auf jeden Fall dieser Bewegung von Devil and Stone nicht angeschlossen. Und da gibt es dann ein wunderbares Sourcebook, was dann so die letzten Akte halt auf Terra auch beschreibt, wo dann halt im Prinzip so Heartwarming. Jeder durfte mal, die Liga freier Welten hat nochmal 3 Mann dazugeschmissen und alle Clans, die gerade in der Gegend waren, haben nochmal was und die Hauptstädte auf Terra wurden dann mit gemischten Einheiten befreit. Genau, also da spielen dann noch die Ghost Bears mit, die Snow Ravens spielen mit, also alles kommt da. Genau. Diaron wird befreit, Northwind wird wieder befreit und dann greifen sie halt Terra an. Genau, und dann in diesen letzten Zügen wird dann halt klar, wer der Kopf hinter World of Blake ist, wer The Master ist. Es ist kein anderer als, wir haben ihn am Anfang schon namentlich erwähnt. Thomas Marik. Genau, der wahre Thomas Marik. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ja, und dann hat man ihn umgebracht, er hat ihn erschossen, beide sind explodiert und... Nee, also sie explodiert ist gut, ja, weil tatsächlich ist es so, dass Devil and Stone bis zu dem Zeitpunkt nur konventionelle Waffen eingesetzt hat, wie es die Ares-Konvention verlangt. Aber dann, wie sie Terra angegriffen haben, hat er gesagt, das First Circuit, also das Hauptquartier vom World of Blake auf Hilton Head Island, das gehört komplett vernichtet und das ist dann mit einem kleinen taktischen Nuklearsprengkopf weggesprengt worden. Kravum. Kravumsee. Und das hat geholfen, weil Thomas Marek da drin war? Ich glaube, der war da dort. Ja. Ist der tatsächlich gestorben? Ich glaube schon. Gute Frage. Also Fakt ist auf jeden Fall, er hat irgendwann dann auf Terra sein Ableben gefunden. Der gute Thomas. Ich glaube, den haben sie da mitgebombt, ja. Ja. Aber es gab noch einen Thomas im Dings, oder noch nicht? Oder war das der dann dahin geflogen ist? Beim Hofnarek. Gab es da noch den Klon, oder war das denn offiziell? Es war ein Klon und er war da, oder? Also, es ist so, der wahre Thomas Marek war dieser Master, und dann gab es dann halt... korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Und der Thomas Marek, der vorher da war, der war dann halt Klon oder genau. Irgendjemand umprogrammierte. Genau. Nee, also Thomas Marek ist tatsächlich noch bei der Flucht auf Zirkinus gekommen und wurde dort dann mit dem Rest der Blackisten, die dorthin geflohen sind, von einem Raselhager Kriegsschiff bombardiert mit herkömmlichen Waffen und ist dort quasi. Ah, ja, genau. Ja, ich habe es auch gerade gefunden. Okay. Und dann kam Comstar wieder, hat gesagt, das ist danke für die Befreiung und wir übernehmen wieder alles? Nee, nicht ganz. Nope, nope, nope. Sondern der Devil in Stone war ja quasi der Held schlechthin. Mhm. Und hat gesagt, Freunde, das mit den ganzen inneren Häusern funktioniert nicht. Alle Macht dem Volk her, Demokratie. Wir machen eine Republik. Und hat ausgerufen, die Republik der inneren Sphäre.
ist im Prinzip auch nichts Neues an der Stelle. Das ist, wenn man so ein bisschen die Sternkarten übereinander legt. Das, was da ausgerufen wurde, die Republik der inneren Sphäre, die Terra als Zentrum hat und dann halt die 10 Präfekturen, die da drumherum verteilt sind. Das bildet mehr oder weniger den Ursprung des allerersten Sternbundes nach. Das ist halt die Terranische Allianz. Das ist also der Kern der Menschheit, der da halt wieder abgebildet wird. Ja, und das ist dann im Prinzip so das Ende der Dschihad-Ära. Und wird natürlich auch zum Führer, also zum Exarchen der Flick ernannt. Und seine Hand, mit denen er die Republik führt, das sind die Paladins der Republik, also die höchsten Ritter quasi. Genau. Der Runde. Und die es gibt dann noch einen Senat, die das Ganze halt verwalten. Das sind teilweise sind die zugehörig der alten Aristokratie. Ja, und die sollen jetzt halt das neue, im Prinzip die neue Ära einleiten. Genau, und viele Leute, die man aus früheren Büchern kennt und so weiter, die übrig geblieben sind, wurden eben zu solchen Paladinen ernannt. Darunter auch Viktor Ian Steiner Davion, der Redburn, glaube ich. Ah, oh, der Redburn. Mhm. Der Gute. Der gute alte Redburn. Und so weiter. Also einige, die halt übrig geblieben sind, wo man nicht so recht gewusst hat, wo tut man die jetzt hin, sind halt zu Paladinen ernannt worden. Okay, wir wissen nicht, wo wir mit euch hin sollen. Hier. Genau, irgendwie blöd. Also so richtig zurück zu den Federated Suns kann man den Victor nicht mehr tun, ne? Weil er hat es ja abgedankt. Dann mit Steiner ist sowieso vorbei, aber irgendwas müssen wir tun mit ihm. Ne? Umbringen können wir ihn jetzt nicht gleich. Ja, aber das verschieben wir noch ein bisschen, dann machen wir ihn zum Paladin. Und dann bringen wir ihn. Genau. Während der Geburt der Republik der inneren Sphäre hat Devlin Stone alle House Lords zu sich gerufen und hat Verhandlungen durchgeführt. Das sind halt natürlich alles Welten, die er jetzt halt zur Republik der inneren Sphäre ernannt hat, die ursprünglich mal zu einem anderen Haus gehört hatten ein paar Jahre vorher. Das hat er ganz gut aushandeln können, dass diese Welten halt jetzt formell halt zur Republik der inneren Sphäre gehören. Außerdem hat er ausgehandelt, dass es eine allgemeine Abrüstung gibt, weil mit dem Aufkeimen von World of Blake und natürlich dem vorangegangenen Clankriegen ist halt die allgemeine Militarisierung in der inneren Sphäre wieder hochgekommen und halt, um da halt so ein bisschen, so ein bisschen die Keule rauszunehmen, haben sie alle dem zugestimmt, dass halt die ganzen Heere stark reduziert werden. Mhm. Ja, also dazu möchte ich 3 Worte sagen. Das ist für mich eine tolle Sache und eine beschissene Sache zugleich. Ne? Also ich glaube, das, was mir in den letzten Romanserien nicht so gut gefallen hat, war diese massive Aufrüstung, die man in den Romanen erlebt hatte. Sie waren deutlich weggegangen von diesem klassischen Mechs. Einzelne Mechs sind wichtig, du gibst sie in der Familie weiter und vererbst sie und es sind Menschen sind weniger wert als der Mech. Mittlerweile war der Mech zu einer reinen Massenware geworden, vor allem durch den Einsatz der Massenvernichtungswaffen. Ja, war der Mech eigentlich schon fast wieder irrelevant. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt praktisch so ein Hard Reset. Devlin Stone kommt, also die Mary Sue und alles wird halt wieder abgerüstet und wir führen den Urzustand sogar in noch heftigerer Form herbei. Da diese Abrüstung ja noch extremer war als das, was so im dritten Nachfolgekrieg durch die militärischen Operationen der Fall war. Mhm. Wir erinnern uns, dritte Nachfolgekrieg, alle Seiten waren schon ziemlich erschöpft. Es gab zwar noch Mech-Regimente, aber von den Divisionen
die sie einst waren, weit entfernt, keine Schlachtschiffe mehr, keine Massenvernichtungswaffen wegen Ares-Konventionen und so weiter und so fort. Und eine Lanze konnte auf einem Planeten halt den Unterschied machen. Und da wollten sie wieder hin und sogar noch härter, das heißt, ein einzelner Mech, ein einziger Battle-Mech hat dann so den Unterschied machen können, weil viele anderen Mechs dann nur in Zeit irgendwie aufgerüstete Agro-Mechs zum Beispiel waren oder halt Fahrzeuge. Ne? Und das war das so die Idee dahinter. Wie gesagt, im Ansatz die Idee gut, aber die Umsetzung aus meiner Sicht zu radikal. Genau. Und am Horizont erscheint schon der MechWarrior Dark Age. Genau. Jetzt ist erstmal, wieso haben da die Häuser mitgemacht und gesagt, ja, ihr habt hier einen Großteil oder einen Teil von unserem Planeten, bitte. Na, du darfst nicht vergessen, zur Befreiung Terras, ja, und bei diesem ganzen Kampf, sage ich mal, haben ja quasi alle mitgemacht. Ja? Mhm. Also das Draconis-Kombinat hat Leute geschickt, die Ghost Bears, die Lyrianer, der Clan Jadefalken, der Clan Snowraven, Clan Wolf hat ganz viel gespielt, Comstar, die Große Koalition, die Föderierten Sonnen, sogar Clan Diamond Shark war da mit dabei, Clan Nova Katzen, also alle, die da irgendwas hatten, haben da mitgemacht und das war auch kein leichter Kampf. Also da haben durchaus hat zu massiven Verlusten geführt. Kombiniert mit der ganzen Kriegsführerei und so weiter, kann man schon sagen, dass sich ja viele jetzt mal eine Ruhe gewünscht haben. Also ja. Die waren alle kriegsmüde. Und nicht nur das, es war ja auch so, dass die am Ende des Tages, denkt man an das Römische Reich, die ja von den barbarischen Horden aus Asien bedroht wurden. Auch die haben sich ja dann mit anderen verbündet, Langobarden und hast du nicht gesehen, um ihre Haut zu retten. Also das mit dem World of Blake war so außer Kontrolle geraten. Im Endeffekt waren das richtig harte Zeiten für alle Beteiligten. Genau, und diesen Horror mit Atomwaffenangriffen und so weiter, ne, das wirkt natürlich stark nach. Ne? Und das war ja, also gerade für die Clans zum Beispiel, war das ja der Höhepunkt der Ehrelosigkeit. Ne? Mhm. Und auch für die anderen Häuser, die Ares-Konvention war ja über Jahrtausende hinweg quasi heilig. Ne? Mhm. Kann man vergleichen, so, ich glaube, es war im 100-jährigen Krieg, wo die Ritter sich plötzlich gegen die englischen Ritter sich gegen die aufständischen französischen Bauern mitgerichtet haben, ja, weil so nach dem Motto, es kämpfen nur Ritter gegen Ritter, ihr Bauern habt da nichts zum Sagen. Mhm. Also da kann man nur sagen, okay, die waren alle ein bisschen jetzt nicht eben wie der Story schon sagte, die hatten genügend Kriegsmaterial, um noch 10 Kriege zu führen, ja. Aber da hat einfach keiner mehr Lust drauf gehabt. Die wollten sich konsolidieren und man muss auch dazu sagen, auch die unteren Kasten, ja, vor allem auch bei den Clans, sind immer lauter geworden und haben gesagt, Freunde, wir sind die, die jetzt hier dauernd draufgehen als Kanonenfutter, wenn hier irgendwas bombardiert wird. Ja, da haben wir auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Mhm. Und viele der Clans haben ja auch sogar eingeführt, ich glaube die Nova Cats waren die ersten, die auch von den unteren Kasten dann quasi zumindest Berater im Konzil zugelassen haben, ja, in ihrem Clan-Konzil und so weiter, ja, also die quasi was mitreden konnten plötzlich, ja, und die haben auch gesagt, Freunde, jetzt könnt ihr mit diesem Kriegsscheiß endlich mal aufhören, ne? Mhm. Und genauso ging es natürlich auch in der inneren Sphäre, wenn, also Draconis-Kombinat, Föderierte Sonnen, die Leute haben irgendwann gesagt, hey, Freunde, es ist jetzt mal genug mit Krieg, wir wollen jetzt mal Pause. Ja. Also es standen schon alle Zeichen auf, jetzt machen wir mal langsam. Ne? Und vor allem Devil in Stone war ja quasi in allen Bereichen der Kriegsheld schlechthin, weil der hat die innere Sphäre quasi befreit von dieser Best. Ja. Und damit hat natürlich auch keiner gesagt, na, den knicken wir jetzt und wir nehmen der rein. Das wär politisch nicht gut gekommen. Ne? Ja. Das ist so, wie wenn beim Eishockey irgendein Feldspieler einen Tormann angreift, ne? Dann kriegt er aufs Maul von beiden Teams. Also das ist einfach so, ne? Und wann ist mit Devil in Stone was passiert? Erst ja, der hat mal regiert als Exarch, ne?
Genau. Mhm. Er war der erste Exarch der Republik der Inneren Sphäre. Long may he reign. Okay. Und dann? Dann ist er gegangen. Ja, wohin? Das wissen wir auch gerne. Das wissen wir alle gerne. Sehr schön. Also es ist, du kommst auf dieselben Punkte wie eigentlich alle anderen. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, was soll man dazu sagen? Es ist halt irgendwie fishy, die ganze Geschichte. Und das sind halt, wenn es jetzt, sag ich mal, ein Punkt wäre, ne? Okay, aber es sind echt schon sehr viele Punkte, muss man sagen, am Ende des Tages. Und das machte dann nicht so richtig mehr Spaß, ne? Ja, gerade auch Devlin Stone ist gegangen mit der Botschaft, dass wenn die Zeit wieder kommt, wenn er gebraucht wird, dann wird er wiederkommen. Es ist so, wow. Ich sag doch, der ist der Imperator. Ja, so ungefähr. Also es hat nicht so richtig Spaß gemacht mit ihm auf jeden Fall. Naja, was soll man sagen? Die Kollegen haben halt damals ziemlich viel aus dem Hut gezogen. Sie wollten, also viele sagen, das Ganze ist so Wizard of the Coast oder wie die Firma heißt damals, WizKids, ne? Mhm. Übergegangen und die sind so wie Disney, Disney hat Star Wars kaputt gemacht, WizKids, die kommen von außen und haben Battletech kaputt gemacht. Nein, WizKids, wenn ich mich... Oh nein, unterbrich mich, wenn ich falsch liege. Klar. Das war schon von Jordan Weissman die neue Firma, richtig? Nachdem er Fasa verkauft oder beziehungsweise an Microsoft verschabelt hatte, richtig? Ich meine mich zu erinnern, ja. Ich gebe dir da recht, ja. Also, wie gesagt, in den Kommentaren bitte mich gerne korrigieren, wenn es so ist, aber wenn es nicht so ist. Aber am Ende des Tages, der Kollege hat das schon selber gemacht, ne? Das war sein Ding, ne? Mhm. WizKids wurde 2000 vom Faser-Veteran Jordan Weissman gegründet. Ja, das gerade nachguckt. Siehst du, deswegen, genau, ja. also er hat sein eigenes Baby verändert. Er hat auch alles Recht dazu, ne, das zu tun. Ob man es gut findet, ist eine andere Geschichte. Aber er wollte damals auf einen Zug aufspringen und am Ende des Tages was halt schaffen, was anders ist, als das er halt die 15 Jahre vorher gemacht hat. Und das ist auch legitim. Mhm. Dazu muss man allerdings sagen, es ist so ein bisschen blöd gewesen. Die Dschihad-Ära, die ist mehr oder weniger so als Lückenfüller etabliert worden. Ja, als Übergangsära, genau. Genau, weil es rein lawmäßig war die Dschihad-Ära noch nicht ausgearbeitet. Weil es gab für eine gewisse Zeit, da ist gerade die Phase FedCom Civil War und Dark Age parallel gelaufen. Das heißt, man hat so zwei Zielrichtungen versucht abzugrasen. Man hat auf der einen Seite die Hardcore Battletech-Veteranen gehabt, die über damals 10, 15, 20 Jahre dem Spiel und dem Genre treu geblieben sind. Aber es gab halt diese neuen tollen Genre des Klickspiels. Das sind so Figuren und da ist so eine Base unten drunter, dann kann man drehen und dann passieren wundersame Sachen. Dazu kann man sagen, WizKids hat dieses bekannt ist WizKids einerseits für sein patentiertes Klicksystem. Genau. Genau. Um aus Wikipedia zu zitieren. Das ist halt, das war ein schnelles Spielsystem. Die Figuren waren größer, die waren schon angemalt. Das ist, du hast die gesammelt, du hast die getradet. Das war halt so quasi so ein Magic für Miniaturensammler. Und damit versuchte man halt dann wieder das jüngere Klientel mitzukriegen. Mhm. Und da wollte man halt nicht einfach nur Battletech, was alle kannten, mit umsetzen, sondern man hat dann quasi Battletech 2.0 mit MechWarrior Dark Age versucht zu etablieren und dann halt so das alte Epos so ein bisschen wieder auferstehen zu lassen. Und da haben sich dann halt so komische, hat man dann versucht, dann später vor 10, 15 Jahren versucht, da diese Brücke zu schließen. Und da kam dann diese Dschihad-Ära da rein und da sind so manche Brücken doch sehr wackelig geblieben bis zum Schluss. Also die haben schon gesagt, das ist das, wo es herkommt und jetzt erzählen wir euch langsam nebenbei, während wir das Neue schon sagen, wie es ausgeht, wie es dahin passiert.
Ja, nein. Also das ist, man muss sich dieses Klickspiel mal vorstellen. Man hatte so einen riesen Mac, was auch immer das sein mag, ob das jetzt ein Agro-Mac ist oder halt ein richtiger Battle-Mac. Und dann konnte man da noch so ein paar Panzer über den Rasen schieben und noch so ein paar Infanteristen. Aber das war dann, ich sag mal so, wie in den Ursprüngen von Battletech so gedacht, so jeder hat so seine ein, zwei Figürchen und dann spielen wir mal so ein bisschen. Mhm. Und das heißt, man konnte dann nicht so die Hardcore-Battletech-Fans, die jetzt gediegen waren, mit 30, 40 Maschinen Hexfeldern halt hin und her zu laufen. Das hat halt nicht hingehauen. Deswegen hat man da versucht, halt um diesen Spielmodus so ein bisschen das Universum halt neu zu definieren. Genau. Das hat auch Devlin Stone nicht gefallen, deswegen hat er eben 31-30 gesagt, er will nicht mehr exakt sein. Genau. Das Spiel mag ich nicht. Genau, hat gesagt, Damien Redburn, du bist der neue Exarch und ich gehe nach Disneyland. Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, genau. Er geht einfach und ist dann einfach mysteriöserweise verschwunden und weg war er. Genau. Oh. Aber das ist halt nochmal, um halt auch nochmal zu beschreiben, dass das ist so, diese ganzen schön stringent erzählte Battletech-Geschichte von den 3020ern, 25ern, wo die Romane halt beginnen, die altehrwürdigen. Die dann halt durchgehen. Wobei man sagen muss, dass da Devlin Stone ja wie Jesus gesagt hat, wenn ihr mich braucht, komme ich wieder. Ja, klar. Vielleicht ist er vorher ja schon aufgetaucht, man weiß es nicht. Vielleicht war er das auf Solaris 7 damals. Naja, ist egal. Diese ganze Storyline hat sich halt schön wie eine Perlenschnur halt dargestellt und man konnte halt mitfiebern. Und dann musste man irgendwie diese Anknüpfung machen und das ist, ja. Da haben viele Hardcore-Fans dann halt auch gesagt, da wisst ihr was, ich spiele wieder Warhammer oder Tetris oder keine Ahnung. Genau, weil es einfach das Spiel komplett verändert hat. Ne? Ja. Okay. Das Spiel, das Genre, aber auch das Feeling. Genau. Und vom Feeling her kein gutes Gefühl auf jeden Fall. Genau, und Story hat auch gesagt, auch die Qualität der Romane, er hat teilweise sogar von Autoren, die gute Bücher geschrieben haben vorher, hat man oft so das Gefühl gehabt, ne, das war jetzt so ein bezahlter Auftrag, das mache ich halt schnell. Ne? Da hat man so oft so das Gefühl gehabt, da ist kein Herz mehr drin in dem Roman. Ne? Also war halt immer mein Eindruck teilweise. Genau. Oder sie waren selbst von der Storyline verwirrt, die man ihnen vorgegeben hat. Das kann auch sein. Ja. Das kann sein, ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt schon ein Ausblick auf die irgendwann folgende Folge über Dark Age. Ja, wir haben es auf jeden Fall schon angekratzt, aber das ist halt auch ziemlich schwer zu trennen, die ganze Geschichte. Mhm. Ich habe noch eine Frage hier. Es gibt eine Karte der inneren Sphäre mit der Republik und Comrades und dann ist unten das Haus Marek, also die Liga Freie Welten. Danke. Die Liga Freie Welten sind irgendwie auseinandergebrochen dadurch, oder? Ja. Wie eingangs erwähnt, da gibt es diese Präfekturen. Herzogtümer, die haben sich halt da dann halt aufgelöst. Man hat halt feststellen müssen, dass diese Liga der Freien Welten halt es nicht mehr gerissen haben. Da gab es ja das Haus Marek, was halt die Liga Freier Welten im Prinzip ja nur angeführt hat, weil es einen militärischen Notstand gab. Mhm. Deswegen halt auch der Titel Generalhauptmann. Es gab aber noch andere Häuser in der Liga Freier Welten, das Haus Humphreys zum Beispiel, die ja nicht unbedingt loyal gegenüber den Mareks waren. Und das hat dazu geführt, dass irgendwann, als da dann halt mal offenkundig geworden ist, Thomas Marek ist von Comstar hochgezogen worden. Dann ist halt diese ganze Allianz zerbrochen und sie sind halt wieder in diese Herzogtümer zurückverfallen. Mhm. Und hauen sich halt von da aus dann gegenseitig die Köpfe ein. Das ist ja okay. Naja gut, und dadurch, dass alle ja abgerüstet haben, ist auch keiner der umliegenden Staaten eingefallen. Genau, weil da wollte keiner mehr was davon haben. Die sind sich selbst uneins gewesen und okay. Ich glaube, das hat dann den restlichen Hauslords dann auch gereicht. Aber da gibt es dann ganz viele Welten, die gar nichts mehr angehört, sondern so unabhängig dann sind, oder? Das ist richtig, ja.
Da gibt es ein paar, die sich weder dem einen Herzogtum noch dem anderen Herzogtum angeschlossen haben. Die paktieren dann halt individuell. Ah, okay. Genau. Aber wer da dann halt die Strippen zieht im Hintergrund, das wird dann auch ein kleiner Teil des nächsten Podcasts. Genau, so zwischen den Herzogtümern der freien Welten gibt es verdammt viele Welten, die sich einfach unabhängig erklärt haben, ne? Weil die freien Welten sind ja komplett auseinandergebrochen, ne? Diese Herzogtümer und wieder zwischen den Herzogtümern gibt's, ich nenne es mal so wie bei Star Trek, neutrale Zonen von sich neutral erklärenden freien Welten, ja. Und natürlich am Rand eben gibt's einiges, ja, aber auch dazwischen gibt's immer wieder Welten, die einfach sagen, ja, wo machen wir denn mal mit bei dem Scheiß, ja? Und so, also es ist sehr, sehr aufgesplittert, ne? Ja. Natürlich auch die Peripheriestaaten haben auch ein bisschen Technologie abgegraben und so weiter, sind jetzt nicht mehr reine Piratenstaaten, sondern haben sich auch versucht, ein bisschen zu mausern, ne? Also vor allem das Taurian Concordat, ne? Dann, was gab's noch? Canopus, genau. Ja, und Marianische Hegemonie. Genau. Ja, genau. Lang lebe der Kaiser. Genau, lang lebe der Kaiser. sind die ganzen... Die Technologie, wurde die nicht eh damals von Grayson irgendwie an alle verteilt? Oder? Nicht an alle. Die Häuser. Nicht an alle. Achso, okay. An alle Staaten? Ja, alle bis auf die Peripheriestaaten. Ah, okay. Genau, außerdem hatten halt die Staaten auch extrem unterschiedliche Ressourcen, die es da reingesteckt haben. Ne? Also viele haben ja gedacht, man kann sich immer, also muss man jetzt wieder weit zurückgehen, ne? Aber viele haben gedacht, aus diesem Kernspeicher kann man sich einfach Sachen ablesen und das macht man dann so einfach. Mhm. Aber das ist ja nicht so, dass in dem Kernspeicher einfach so, da ist so, sind so viele Daten drin gewesen und teilweise ungeordnet und ungesammelt, weil man halt die Zugriffstechnologie nicht mehr hatte, um das geordnet herauszuholen, ne? Dass man vieles davon reverse-engineeren musste, ne? Und der Hanse Davion mit seinem New Institute of Avalon, ne? Oder New Avalon Institute, sowas. Der hat natürlich extreme Mittel da reingesteckt, da Sachen draus zu machen und hat dann natürlich viel rausholen können, ja. Die Kuritas haben wieder sich auf andere Technologien aus diesem Kernspeicher fokussiert, ja. Ich glaube, die Kuritas waren die ersten, die doppelte Wärmetauscher hatten oder so. Also es waren ganz verschiedene Sachen, die die Leute da präferiert rausgeholt haben aus den Kernspeichern. Sowas wie Kriegsschiffe kam erst ganz zum Schluss, ja, dass die da, und da hatten sie teilweise auch schon Wissen von den Clans wieder abgegraben und so, ne? Also es ist sehr verteilt, ne? Ja. Die Leute sich da rausgeholt haben. Und die, um jetzt wieder auf das Ende vom Jihad zu kommen, was ist mit Comstar? Haben die dann jetzt die Kommunikation wieder übernommen? Lief die dezentral? Korrekt, also Comstar hat wieder die alte Funktion eingenommen und hat die Kommunikationswege wieder verwaltet. Total selbstlos. Ja. Wobei es sich waren insofern schon beschnitten, also Comstar hat sich mehr oder weniger von der Religion abgewandt, mehr oder weniger, ne? Und hat das eher so wie eine Supercorporation heutzutage geführt, ne? Also so Google in MacOrea. Genau. Facebook. Irgendwie sowas. Ah ja, okay. Warum haben die das nicht dezentralisiert? Ich meine, wenn die Chaos ein Haus hat, dann man darf selber. Ja, man darf eins nicht vergessen, diese ganze, also man stellt sich das so vor wie heute, ich sag mal, ein Handy oder ein Satellitentelefon. Ja? Das ist ja nicht so. Also das HPG-Netzwerk, das sind, es gibt kleinere Anlagen, das sind so Relay-Stationen, die sind so, ich sag mal, in der Größe von ja, einem großen Office-Komplex oder so. Ja, mit vielen Antennen und Dishes drauf und so weiter. Ne? Und dann gibt es diese Zentralverteiler, die haben den eigenen Namen, habe ich jetzt vergessen. Alpha und Beta HPG-Station. Genau. Genau, Alpha- und Beta-HPG-Stationen, die können Ausmaße von ganzen Städten einnehmen. Also die sind wirklich riesigst. Ja.
und da brauchst irrsinnigste Energien quasi, um das zu machen und so weiter und Wahnsinnswissen, um das Ding überhaupt am Laufen zu halten. Mhm. Und das Thema war halt einfach, wahrscheinlich ist in diesem eben zum Beispiel im Kernspeicher drinnen, wie man so eine Alpha-Station baut. Aber allein dieses Wissen wieder zu rekonstruieren, die Leute auszubilden, das dann aufzustellen, der Invest, sowas überhaupt zu bauen, war, nachdem er jetzt so viel in die Kriegsmaschinerie investiert hat, undenkbar. Mhm. Da hat man lieber gesagt, okay, wir müssen die nehmen, weil die kennen sich schon aus mit dem Scheiß. Ja, okay. Und hat quasi das kleinere Übel gewählt, weil wenn man jetzt gesagt hätte, jetzt haben alle Leute in hunderten Jahren Krieg gelebt und alles ist im Arsch, so nach dem Motto, und wir verwenden unser Geld jetzt darauf, APG-Stationen zu bauen und ihr kriegt weiter nichts zu fressen, hätten, glaube ich, garantiert einige Staaten einen Bürgerkrieg gehabt, ne? Mhm. Außerdem, Comstar hat in der Vergangenheit und halt auch dann jetzt wieder aktiv den Rang von einem Mediator übernommen. Das heißt also, Staaten konnten sich darauf verlassen, dass Kommunikation zwischen den Staaten und darüber hinaus halt gewährleistet ist. Das ist halt nur möglich, indem du halt eine Entität hast, die halt nicht explizit einem anderen Staaten zugeordnet ist. Genau, haben sich komplett für neutral erklärt wieder. Ja. Okay. Und haben quasi nicht mehr mitgespielt. Ja. Okay. Zumindest bis zur Dark Age. Mhm. Und dann wurde es zappenduster. Ja, da kommen wir extra nochmal dazu. Haben wir jetzt dazu noch irgendwas vergessen, noch nicht gesagt, was ihr denkt, was sollte man auf jeden Fall zum Ende nochmal erwähnen? Bin ganz überzeugt davon. Das jede Menge haben wir ausgelassen. Genau, also wir haben sehr viel ausgelassen, muss man auch mal dazu sagen, weil wir wollten einfach den Dschihad jetzt nicht überstrapazieren, weil man hätte jetzt über alle Operationen, die da während des Dschihads stattgefunden hätten, wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen müssen und wäre dann auch noch verwirrter rausgekommen als vorher. Mhm. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen das ein bisschen schmäler. Es werden sicher einige Zuseher Kommentare schreiben, was sie gerne gehört hätten noch. Hoffe ich. Ich hoffe, sie nehmen es uns nicht übel, dass wir es ein bisschen gekürzt haben. Aber es war einfach so viel Zeug und ja, so viel davon extrem verwirrend und nicht ja, keinem roten Faden folgen, sondern einfach um des Grauens des Krieges willen einfach gemacht, so nach dem Motto. Also sie versuchen ja jetzt im Nachgang all die Lücken, die damals existieren oder aufgerissen wurden, zu füllen. Es erscheinen jetzt Romane auch mit durchaus solider bis guter Qualität, aber es ist halt nicht das Gleiche. Also das, was ich am Battletech bis zum Ende des Civil War mochte und eigentlich auch die Romane noch danach im Liao-Raum hinaus, war halt diese Stringenz, ne? Dass man einfach eine Geschichte wie ein Geschichtsbuch hintereinander gelesen hat. Jetzt diese wilden Sprünge und dann wieder mal in den ersten Nachfolgekrieg und dann wieder in Zeit der Sternenbunds. Dann bist du wieder kurz vorm vierten von Nachfolgekrieg. Das ist nicht das, was ich mag und das nervt mich halt auch ein wenig, ne? Genau, es ist teilweise lustig, die zu lesen, so nach dem Motto, weil man denkt, ah ja, da hatte ich eine Lücke, stimmt, ja, interessant oder manche Bücher haben ja gar nichts damit zu tun, irgendwo im klaren Raum, was mal passierte oder so. Ne? Aber es ist eigentlich, man hat nicht mehr diese Lust, weil ich sag, ich bin ja über die Bücher überhaupt zum Battletech-Spielen gekommen. Ne? Mhm. Und ich habe halt damals als erstes eben diese Grey Death Legion Trilogie in die Hand bekommen und habe mir gedacht, na, klingt nach Science Fiction, lesen wir mal. Ne? War damals schon ein bisschen so Science Fiction angefixt, ja, und das war halt ganz was anderes, wie ich nenne mal jetzt diese klassische Space Opera Science Fiction, ja, die man gelesen hat. Ich habe die durchgelesen und wie du sagst, Story, das war halt so wie, das hat einen roten Faden und dann hast Sword and Dagger gelesen und dann die erste Stackpole Trilogie, das ist einfach durchgegangen, ja, und du konntest nicht mehr aufhören. Das ist und ich vergleiche es gern mit ich ziehe jetzt einen gemeinen Vergleich mit Game of Thrones, ja.
Nö, man, kein gemeiner Vergleich. Ja. Wo man sich durch 7 Staffeln durchsaugt, weil man denkt, alter Schwede, wie geil ist das denn? Und dann schaut man die 8. Staffel und denkt sich, scheiße. Ja, der Vergleich, der ist aber an der Stelle aus meiner Sicht passend. Genau, und genauso ging es bei Battletechnik. Genau, und das, also finde auch Game of Thrones, sie haben ja selber den Vergleich in den letzten Jahren mehrfach gezogen, also Jordan Weissman, weil er gesagt hat, ja, und das ist ja so mit dem Mittelalter und dass es halt so den Bach runtergeht und diese Verrätereien unter den, das war, und das ist ja wie in Game of Thrones, im Prinzip waren wir 25 Jahre früher, ne? Ja, hat er gewissermaßen auch recht, aber auf der anderen Seite haben sie es halt dann auch vergeigt im Nachgang. Ja. Battletech war also die vor allem, also die ist auch die Stackball-Romane mit den ganzen politischen Hintergründen und dann die Plainly Barrow-Romane und die oder Heart oder Dragon und so weiter. Das war, ich sag, Game of Thrones-Politik mit Mechs. Die Ritterstaaten sitzen halt in großen Robotern. Ja. Also genau. war absolut geil. Ja. Es gab auch mächtige Schlachten und so, aber es war noch nicht so diese übertriebene. 7 Millionen Battlemax oder so, ne? Und das hat halt einfach Laune gemacht, ne? Das ist, und dann passierte ihnen meiner Meinung nach das gleiche wie bei Game of Thrones. Man wollte unbedingt einen Deckel drauf machen und hat dann extrem viele Handlungsstränge sich aufbereitet und musste die irgendwie killen. Weil man hatte keine Zeit mehr, die jetzt an alle zu bedienen. Über manche Handlungsstränge hat man einfach am besten gar nicht mehr gesprochen. Die hat man unter den Tisch fallen lassen. Manche Handlungsstränge hat man zu einem Ende geführt, indem man einfach irgendwen gekillt hat. Manche Handlungsstränge hat man einfach beendet, indem irgendwer eine Charakterwandlung gemacht hat um 180 Grad, die keinen Sinn ergibt. Und so weiter. Und das ist also perfekter Vergleich auch zur Game of Thrones TV-Sendung. Man weiß ja nicht, wie die Bücher ausgehen werden, sofern sie fertig geschrieben werden. Aber der Vergleich passt schon, ja. Und ja, dann stand man halt davor im ganzen Zeugs, ne? Und hat sich gewundert, warum man irgendwie den Fansupport verliert. Genau, und vor allem auch dieses Klicksystem, ich sag mal, war jetzt nicht so das, was man irgendwie, womit man die alte Community gefangen hat. Es hatte so einen leicht billigen Touch, die ganze Geschichte, ne? Genau. Vor allem, ich verstehe ja das Wollen, wenn man jetzt dann viele Einheiten hat, zum Beispiel, wenn man spielt eine große Battletech-Kampagne, dass man ab und zu quasi tritt bei manchen Leuten so ein bisschen Frust auf, dass das zu lange dauert, wenn man mit den Standardregeln spielt. Und dann, da wollte man quasi was Schnelleres. Ja? Mit weniger Einheiten was Schnelles. Nur, ich sage mal, genau dieses Clicky-Ding war halt kompletter falscher Weg. Man sieht es ja jetzt mit Alpha Strike funktioniert gut, spiele ich auch ab und zu gern, ja. Ist eine coole Sache. Und mit Alpha Strike kann man definitiv große Schlachten bedienen, ja, weil es geht flott. Aber es macht genauso Spaß, mit einem Kumpel kommst drüber, wir spielen eine schnelle Runde, Lanze gegen Lanze, Alpha Strike dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, ja. Fertig. Macht auch Laune. Ja. Und wenn man dann aber will, dann sagt man, okay, jetzt backe ich die Tafel aus und mach auf richtige Battletech-Regeln. Ne? Also, was ganz gut funktioniert, ist sowas mit halt dem richtigen Alter zu spielen. Ich spiele zum Beispiel MacRoy Dark Age mit meinem Patenkind. Der ist gerade 6, 7. Der ist, ja, 7 geworden. Und für den sind die Regeln einfach, weil da ist halt auch nicht viel, keine große Komplexität dabei. Er hat halt Figuren, die relativ robust sind. Da muss er nichts machen. Die holt er sich aus dem Schrank raus, schmeißt ein paar zusammen, dann kriegt der Onkel noch ein paar und dann vermöbelt er ihn wieder auf dem Schlachtfeld. Das halt mal schnell mit ein paar Bechern, Playmobil-Steinen und was weiß ich was noch alles zusammen halt im Kinderzimmer halt aufgebaut wird. Genau. Dafür funktioniert das. Weil, ich sag mal so, in dem Alter ist das normale Battletech vielleicht noch zu kompliziert. Genau. Aber Leute bedienen zu wollen, die quasi 10, 15 Jahre Anhänger deines Universums sind und auch mit dem Universum mitgealtert sind, ist halt blöd, ne? Die kannst damit nicht abholen. Genau. Das ist
Also ich verstehe das schon, wenn man quasi ein eigenes System machen will für irgendwas oder so. Ja, ich spiele auch ab und zu jetzt gerne eine Runde Dust oder sowas. Ja, ist auch eher ein schnelles System und solche Geschichten. Also es gibt viele Systeme ja, da draußen ja, für so Dinge. Aber ja, es ist halt, man hat sich quasi keine Freunde gemacht, weil eben sowohl die Story keinen Sinn mehr, keinen richtigen Sinn mehr ergeben hat. Alles, wo man emotional dahinter gestanden hat, ist quasi den Bach runtergegangen. Und ja, da ist man jetzt. Mhm. Genau. Also es ist ein bisschen schade. Also ich finde trotzdem, also sag ich mal, die Wiederauferstehung und sag ich mal, dass sie sich wirklich bemühen, die letzten Jahre wieder das aufzubauen mit den vielen Produkten, wenn es auch nicht mehr so stringent und so schnell kommt wie in Ende 80ern, Anfang 90er. Aber trotzdem, ich honoriere das. Aber ich sag mal, wenn du halt einmal so einen Fehltritt begangen kannst, dann ist es halt schwer, das wiederherzustellen. Siehe Star Wars, ne? Mhm. Mit The Last Jedi haben die so viel kaputt gemacht, das lässt sich nie wieder reparieren. Ne? Und auch wenn sie jetzt ganz tolle Filme noch rausbringen und so weiter, der Makel wird immer bleiben. Und der finde ich aber ist bei Battletech der Makel in Summe schwächer als bei Star Wars. Aber das ist nur meine Meinung, ne? Mhm. Ja, also das Ruder da wieder rumzureißen, ist insofern schwierig wie, also Battletech hat auch wahrscheinlich das gleiche Thema wie Star Wars, du kannst das nicht einfach rebooten. Nee. Weil so ein Universum, ne, der Superman-Film hat nicht funktioniert, macht man einen Reboot, ja. Das kannst halt bei einem Universum, das sich über weiß nicht wie viele Jahrzehnte entwickelt hat, einfach nicht so machen, ne. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, wir fangen wieder bei der Grey Death Legion Trilogie an und machen das neu. Naja, das könnte man auch machen. Aber könnte man machen, aber ob das halt geil wäre, ist dann eine Frage. Genau, die Frage ist, wird das, also du könntest es vielleicht in einem anderen Medium machen, ja, also wenn du jetzt sagst, aber dazu ist es einfach eine leider zu schwaches Franchise. Wenn du jetzt sagst, so wie Marvel zum Beispiel, die Superheldenfilme basieren zwar auf den Comics, erzählen aber eine ganz andere Geschichte eigentlich. Ja. Mhm. Und weil es halt für einen Film adaptiert wurde, das könntest du schon machen. Aber du kannst, aber ich sag, dafür ist Battletech leider ein zu schwaches Franchise, also wird als zu schlecht bewertet mit zu wenigen Followern, ja. Damit sich da irgendein Filmstudio erbarmt und sowas machen würde. Ja. Ich meine, vielleicht würden sie einen Film machen oder eine kurze Fernsehserie, aber die würden nicht investieren in sowas wie ein MCU oder so, ne? Ja. Aber ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu weit. Jetzt sind wir auch schon. Ich muss mal sagen, zum Film. Also, ich fände einen Film einfach nur geil. Und ich hoffe mal, dass einfach die Technologie wird ja auch immer alles günstiger, ne? Dass es wirklich so mal machen. Weil das Intro von MechWarrior 4 Vengeance, das ist doch das so gut, finde ich. Immer noch. Ich gucke es mir heute noch gerne an. Natürlich, klar, die Technik, die Auflösung und die Animationen, keine Frage. Alles cool. Aber. Es schreit eigentlich danach. En contraire, MechWarrior 2. Dieser epische, kleine, hundsmiserable Kommando. Das ist von MechWarrior 2 Mercenaries, was du meinst. Genau, der vor dem Atlas wegrennt. Einfach nur episch. Ja, das ist auch mein Lieblingsintro, aber vom Filmischen ist das, was geboten haben in MechWarrior 4 Vengeance einfach filmreifer. Ja, klar. Ich finde nur das Feeling von Battletech was man sich so richtig vorstellt, wenn man da ein bisschen reingelesen hat, von so einem hundsmiserablen, kurz vorm Bankrott abnippeln, was weiß ich was, sterbenden Söldner, der gerade am Ende beziehungsweise am Anfang von seiner Karriere steht. Das ist da in diesen einer Minute Intro, fand ich das super. Und auch mit der deutschen Stimme von, ich glaube, es war Klaus Kinski, ich weiß es nicht. Mhm. Wie hieß er nochmal? Ach Gott, das war auch ein Klaus Kinski war da, glaube ich, schon tot. Oder? Okay, also vielleicht haben sie den auch nochmal hervorgezerrt aus dem Sarg, ich weiß es nicht. Haben sie einfach dann hingestellt. Genau. Fand ich da halt am besten wiedergegeben, so vom Feeling her. Ja, war super, echt. Das Potenzial ist ja da. Also wie du sagst, das ist ja wirklich Game of Thrones mit Battle Mechs, ja.
Also die Storys sind ja sehr intensiv und das hätte absolut das Potenzial für eine Filmserie oder eben für so eine HBO-Serie. Ja. Das Potenzial wäre absolut da. Ja, und jeder Scheiß wird doch mittlerweile als Serie verwurstet auf Netflix, auf Amazon und hast du nicht gesehen. Weißt du, da sind Sachen dabei, wo du denkst, ey, WTF, warum? Ne? Genau, und genau. Nochmal die dritte, drei millionste Psychothriller-Killer-Serie und so weiter. Wahrscheinlich, weil sie einfach billig zu produzieren sind und einfach am Ende des Tages doch noch genug Zuschauer generieren, weil die Leute sich an diesem Mord und Totschlag in diesem nicht ergötzen können. Ich meine, gut, klar. Nee, das Thema ist verwertbar. Ne? Mhm. Und du hast zum Beispiel bei Game of Thrones hast du so viele Buchleser und so viele potenzielle Leute, die da quasi auch dann die Figuren kaufen und was weiß ich was alles, weil es geht ja auch um Toys, ja? Die machen richtig Kohle, dass die gesagt haben, okay, jetzt machen wir Game of Thrones. Ja? Und deswegen ist ja auch zum Beispiel viel wahrscheinlicher, dass das Robotech verfilmt wird als Battletech. Leider! Ja, obwohl Robotech von der Story her absolut miserabel ist im Vergleich. Ja, eben. Sorry, Robotech-Fans, aber Dallas muss im Weltraum... Muss einfach mal gesagt werden. Schwarzen, ne? Die Wahrheit darf man sagen. Genau. Aber du hast einfach so viele potenzielle Robotech-Fans mit im ganzen asiatischen Raum, die auch dann die ganzen Toys wieder kaufen und vor allem, wo dann Hasbro Geld verdienen kann, ja, dass das viel wahrscheinlicher ist, ne? Ja, also nichtsdestotrotz machen wir dann hier mal einen Strich drunter. Liebe Zuhörer, wenn ihr irgendeinen Produzenten kennt oder vielleicht selbst einer seid und ihr braucht da Expertise, Beratung oder auch Schauspieler, ich führe ganz toll Himmelfahrtskommandos an. Ja. Auch nur kurz reinrennen, sich abschlachten lassen, mache ich super, fragt den Story. Ja. Meldet euch bei uns, wir können euch da definitiv ein paar warme Worte zugeben. Ja. So ist es. Wahrscheinlich viel zu viel Zeit, die wir investieren würden. So ist es. Klar. Und es gibt ja durchaus, es gibt ja durchaus Regisseure und Produzenten, die irgendwann mal so ein Herzblutprojekt machen. Also ich habe jetzt den Namen vergessen von einem deutschen Regisseur, der seit 8 Jahren in der Pre-Production von einem Captain Future Film ist. Und das quasi als sein Herzprojekt irgendwie durchsetzen will. Vielleicht macht das irgendwann einer mit Battletech. Gibt es auch noch gute Beispiele? Axena, guckt es euch an. Sieht super aus. Also in puncto, wer würde dafür Geld geben? Ne? Wie eingangs erwähnt, Kickstarter-Kampagne. Also genau. Ich glaube, die Jungs haben sich immer noch nicht träumen lassen, dass es so viele Geeks gibt mit frei verfügbarem Geld, was sie denen bereitwillig in den Rachen schmeißen, nur für so ein paar komische Plastikfigürchen. Ja. Und Plüsch-Urbys. Ronald will sein Plüsch-Urby. Ja, Plüsch-Urbys sind wichtig. Und es gibt ja wirklich, also es gibt sogar schon in größerer Vergangenheit Fernsehserien, die durch quasi Crowdfunding entstanden sind. Mhm. Fantasy-Serie Legend of the Seeker ist ein bisschen cheesy, aber durchaus lustig anzusehen. 2 Staffeln, die quasi mitfinanziert wurden von den Fans. Mhm. Vielleicht können wir auch mal einen Podcast machen über die unterschiedlichen Battletech-Serien, die es wirklich gab. Ja, genau. Die wir, ich will nicht sagen, also in Klammern, Gott sei Dank, noch nicht geguckt haben. Ja. Mhm. Serien, ja. Mhm. Es gibt sogar ein Buch darüber, was das angedeutet hat, was auf dieser Serie basiert. Ah, okay. Und die heißen alle Battletech irgendwas, oder? Also, wie gesagt, können wir zu einem anderen Zeitpunkt hier mal besprechen. Genau. Ich würde jetzt hier schon wieder abschweichen. Wir schweifen sowieso schon ab, also. Genau. Leicht. Philosophieren schon rum. Ja, okay. Dann, ich danke euch drei alle für eure Expertise. Und wir danken allen da draußen für eure Geduld, auch wenn es jetzt etwas länger gedauert hat als geplant, aber das ist irgendwie fast jedes Mal. Wenn ihr Fragen zu World of Blake, zu Jihad habt, stellt uns Fragen. Wir schauen mal, dass wir das nächste Mal dann mit reinwursteln und dann schauen wir mal, ob wir jetzt dann Dark Age als nächstes machen, weil das haben wir ja schon mal angeschnitten. Und wie wir wissen, Onei ist ein Dark Age Spieler mit vollem Blut und viel Wissen. Mhm. Mein 7-jähriges Patenkind verprügelt mich regelmäßig.
Genau. Gut, dann schönen Tag noch, schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.